Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Grafus Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu World of Tanks. Ja, ich weiß, es gab jetzt längere Zeit keine World of Tanks Folge und das war wirklich extrem unregelmäßig. Das Problem ist, wie schon in anderen Videos gesagt, ich bin gerade dabei, ein anderes Projekt da zu organisieren, hat aber überhaupt nichts mit YouTube zu tun. Nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und ich konnte jetzt meistens nur irgendwelche, ja, Videos aufnehmen, wo ich nicht so wie hier in World of Tanks irgendwie stundenlang wirklich mal davor sitzen muss, dass ich irgendwas Brauchbares habe, sondern war, wo ich dann einfach nur vor mich hinspielen, vor mich hin quatschen kann. Und deshalb musste jetzt leider World of Tanks darunter leiden. Ich habe nicht mal Zeit, irgendwie so ein kleines Infovideo rauszuhauen und zu sagen, ja, nächsten ein, zwei Wochen wird nicht wirklich was kommen, nicht einmal die Zeit hatte ich. Es soll nächste Woche am 23. oder 24. mal auf den russischen Servern der Patch kommen. 9.3 und wahrscheinlich wird es dann nicht mehr lange dauern, dann kommt auch bei den europäischen Servern. Aus dem Grund dachte ich, ich packe den MD25 aus, ist ja Light Tank. Man kommt mit ihnen natürlich auch in 9er, 10er Gefechten rein, das heißt, man muss dann auch scouten. Und ich dachte mir, ja, weil ich ja dann sowieso die Reihe da... Oh, Moment, muss ich das anders sehen. Ja, er wird dann irgendwo da oben so hinkommen. Und von ihm aus kann man dann zum Beispiel da auch irgendwie da mal auf den D54 kommen. Und weil die Reihe von ihm aus eine bessere Bewaffnung hat, habe ich ja gesagt, ja, werde ich eher das machen, denn der D43 bringt mich einfach zur Verzweiflung mit dieser richtig abgefuckten Gun. Also so einen Scheiß-Teil auf einen Zimmerpanzer aufbauen, keine Ahnung. Nein, das ist jetzt auch nicht Wargaming schuld, das ist halt, die versuchen die Panzer so historisch wie möglich zu machen, aber das ist einfach nur ein Scheiß-Teil. Also es frustet einfach nur, wenn man wirklich immer nur in 9er Gefechten kommt und mit diesen, wo haben wir es denn? Ja, dieses Dreckstein mit 144 Penetration. Jetzt werden einige sagen, ach, das reicht doch auch aus von, ja, reicht auch aus. Nur, das Ding ist auch nicht wirklich sonderlich genau. Es steht zwar 037, aber die Murmeln fliegen irgendwo hin. Und natürlich, die fliegen genau immer dorthin, wo man eh nicht durchkommen kann. Die Chance, dass man einen Panzer von Seite, von hinten erwischt, ist auch immer so gering. Von der Flanke kommen, von hinten kommen, ist auch nicht immer möglich. Und ehrlich gesagt, mich frustet dieses Teil nur. Und irgendwann hätte ich gern den D54. Und deshalb macht man jetzt den MD25. MD25. Gibt's das? Wo ist er jetzt? Ja. Ja. Durch andere Panzer hatte ich jetzt natürlich schon... Ja, hier die Top Gun, musste nun den Turm erforschen, dachte mir, ja, haust halt den rein. Wenn es ein bisschen rumscoutet, kannst du vielleicht ein bisschen die Arti rausnehmen, irgendwelche Panzer von hinten beballen und alles. Alles super ausgedacht, hat noch nie hingehauen. Mir fehlen jetzt natürlich noch die zwei Motoren. Der Topmotor hätte 700 PS, der andere 520 und der eingebaute nur 500. Er ist jetzt natürlich träge. Und ja... Das Scouten klappt auch überhaupt nicht. Ich habe jetzt leider ja nicht wirklich richtig geile Gefechte noch gehabt. So kam überhaupt noch nicht vor. Ich habe jetzt ein 8er und ein 9er Gefecht für euch, wo ich... Ja. Ich sag's mal so, ich hab's versucht. Leider irgendwie wurde ich dann doch immer irgendwie aufgeklärt, ein bisschen beballert. Ich habe dann zwar immer bis zum Ende überlebt, aber irgendwie ich spotte kaum was. Spotting Damage mache ich auch kaum. Und ich hoffe, dass hier wirklich ein paar jetzt Zuschauer dabei sind, die das vielleicht analysieren könnten und sagen, ja, das hier machst du komplett falsch, mach das lieber so, versuch das so oder ihr wisst schon, eine kleine Hilfestellung. Ich habe mir jetzt wirklich viele Videos durchgelesen, ich war im Foren aktiv, ich habe mir wirklich nur geschaut, auch extra für den MD25, aber irgendwie, ich bin zu blöd dafür, glaube ich. Ich kapiere das einfach nicht, wie das gehen soll, das Scouten, und ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ja, und ohne jetzt viel rumzuquatschen, ja, viel Spaß mit den zwei Gefechten. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder.
Ja, wir haben ein Tier 8 Standardgefecht auf Steppen. Und das heißt wohl, ich sollte ein wenig scouten. Ja, ich werde das jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, versuchen. Kann natürlich nichts versprechen. Ich versuche da vorne zu dieser Steinformation zu gelangen. Ohne dass ich jetzt natürlich gleich abgeballert werde. Und ja. Ich hoffe, es klappt. Oh, Scheiße. Oh. Mist, verdammt. Okay, ich wurde jetzt schon 5-mal beschossen und konnte aber nichts aufdecken. Echt klasse. Ja, ich war wohl zu langsam. Ja, ich habe leider nur den ersten Motor drin. Das ist halt auch so das kleine Problem bei mir. Ja, den da hinten habe jetzt nicht ich aufgedeckt. Das war vielleicht ich, aber glaube ich eher auch nicht. Unten eher der Centurion und die IS waren das. Hm. Ja, nicht so einfach. Da werde ich sowieso nicht durchkommen. Vielleicht kann ich deine Kette abschießen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Okay, wenigstens die Kette ist weg. Wenigstens die Kette. Da brauche ich sie auch nicht versuchen. Da brauche ich sie auch nicht. Ja, irgendwie das mit den Scouten, das wird wahrscheinlich nie klappen bei mir, nie. Oh, wow. Okay. Ich muss sagen, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich da durchkomme. Der ging nicht durch. Der ist abgebrannt. Ja, eigentlich will ich dir die Kette abschießen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Nee, das kann ich vergessen. Wahrscheinlich hat der getroffen. Ja, ich habe irgendwie total Schiss, da irgendwie vorzufahren. Ich halte aus auch nichts. Okay. Hm, das wird mal nichts werden. Wahrscheinlich habe ich hier nicht einmal irgendwie ein bisschen Scouting Damage verursacht. Okay, der Tiger steht da unten, den kann ich nicht einmal spotten von hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, was soll ich dazu nur sagen? Ich versuche da jetzt irgendwie da ein bisschen rüber zu kommen. Der Tiger fährt jetzt hier zurück. Einmal habe ich Schaden gemacht. So. Okay, die IS-3 wird hier schon hartnäckig beschossen. IS-3 ist weg. Hm. Aber ich stehe da schon 12 zu 6, also... Ich glaube kaum, dass wir das jetzt noch verlieren werden. Ja, das wird alles nicht von mir aufgeklärt. Das ist halt auch alles so ein bisschen das Problem. Dass die alle von irgendwen anders aufgeklärt werden. Wahrscheinlich hat man mich jetzt auch gesehen. Okay, der ist jetzt hin. Den habe jetzt ich aufgeklärt.
haben sie nicht mal angekratzt. Gibt's ja nicht. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wow. Ja, der ist halt leider sehr träge. Der Ende 25. Puh. Ja, es lebt ja nur meiner, der D44. Ja, habe ich mich nicht wirklich ausgezählt. Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Scouten gehen soll. Also, egal wie viele Videos ich anschaue und sonst irgendwie was. Also, keine Ahnung. Ich werde dann auch immer so schnell beschossen. Ich traue mich dann nichts mehr tun, weil ich dann genau weiß, sobald ich mich einen Meter bewege, bin ich tot. Ja, wundert mich, dass ich da überlegen als Abzeichen, dass ich 3 gemacht habe. Okay, den Tiger konnte ich also doch mal die Kette abschießen. Und beim D34 hat es auch geklappt. Hätte ich nicht gedacht mit dem kleinen Kaliber. Okay, hier habe ich ein bisschen Scouting Damage gemacht. 332 und hier natürlich durch den Kettenabschuss. Aber ja, 622, das ist ehrlich gesagt, ist das gar nichts. Das schafft man mit einem normalen Tank auch. Ja, toll. Viertvorletzter, wuhu! Ist das nicht geil? Ja, zweimal Schaden gemacht, oder? Ja, einmal da getroffen, einmal da. Ja, zweimal Schaden gemacht. Ja, naja. 8600 sind jetzt noch übrig geblieben. Mit Premium, ohne wären es 3-3 und 1400 Erfahrung durch den Tagessieg. Aber ich muss sagen, ich bin mit sowas nie zufrieden. Das ist irgendwie, das kann es echt nicht sein, dass ich das scheiß Scouten nicht hinbekomme. Das ist leider auch ein bisschen eine zähe Geschichte hier bei dem Tank, irgendwie mal ein bisschen Punkte zu machen. Ich meine, der nächste Motor wird eh nur 6100 kosten. Und der andere 11, ich meine, ich hätte die freie Erfahrung, aber die will ich ehrlich gesagt jetzt nicht dafür nutzen. Da würde ich das dann eher so machen, keine Ahnung, wenn ich dann den IS-8 habe oder irgendwie mal, weiß ich nicht, den D54, dass ich da mal... Ja, weiß ich nicht, die Top Gun oder sowas dann mit der freien Erfahrung kaufen kann, weil ich hoffe, das wird irgendwie nochmal mehr, aber... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und irgendwie... Ach, wisst ihr was, da versuchen wir einfach gleich nochmal eins. Und da bin ich auch schon wieder. Wir sind in einem neuner Standardgefecht im Heiligen Dial. Heiligen Dial. So. Ja, und ja... Ich werde mich irgendwie versuchen, ein bisschen als Scout. Wahrscheinlich wird das meiste eh der X1375 machen. Los geht's! Ja, schauen wir mal. Es ist halt das Problem, ich habe halt noch den ersten Motor drin, wie schon ganz am Anfang gesagt. Da ist die Beschleunigung leider noch extrem beschissen. Und das Punktefarmen ist halt auch so eine zähe Sache. Und... Ja, das hat schon keinen Sinn, denn der AMX fährt auch hier. Hätte ich mal ein bisschen die Karte im Auge behalten sollen. Ja, dann... Ups! Oh, verdammt. Ja, jetzt habe ich wieder nur auf die Karte geschaut. Ja, werde ich einfach auf die andere Seite fahren. Und hoffen, dass ich da jetzt nicht schon zu spät dran bin. Ich hoffe, dass mich der D71 hier jetzt nicht aufdeckt. Ja, 6er Sinn wäre hier natürlich jetzt echt geil. So. Moment, ich müsste hier noch ein Stück vorfahren. Das ist ein IS, da oben ist der MD25, der andere D71 scheint nicht mehr hier zu sein, oder er bewegt sich einfach nicht. Das ist das Objekt, keine Ahnung, ob das jetzt durch mich aufging oder durch wen anderen. Ich habe schon wieder die Situation nicht, ich traue mich schon wieder nicht vorfahren. Da jetzt irgendwie Angst, dass ich da jetzt gleich zerlegt werde. Hm.
da oben lauern auch jede Menge böser Tanks. War das jetzt ich oder? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ups, das ist ein Neuner. Heavy. Okay, der ist hin, sehr gut. Ja, aber nur das wird alles nicht durch mich aufgedeckt. Das ist alles scheiße. Gibt's da unten irgendwo einen Stein? Naja, ein paar Häuser da unten gibt's einen Stein. Ach toll. Ach du Scheiße, da steht irgendwo so ein Rheinmetall, der auch auf mich schießen kann. Ach, das ist ja mal ganz super wieder. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Okay, den haben wir wenigstens mal rausgenommen, den anderen Scout. Ja, es steht eh auch schon 11:1. Der Rheinmetall. Naja, vielleicht kann ich da irgendwie nochmal einen Schuss provozieren oder so. Keine Ahnung. Ich versuche da jetzt einfach mal da ein bisschen rüber zu fahren. Da oben ist nochmal das Objekt. Sehr gut, habe ich auch was gemacht. Ja, viel war es nicht, aber ja, irgendwie, ich traue mich dann nicht so richtig. Das ist so, mal schauen, was wir erreicht haben. Ob ich überhaupt irgendwas, ja, wie vermutet, ich habe überhaupt nichts aufgeklärt. Toll, 46 Schaden durch meine Aufklärung. Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn ich, konnte ich da AT2 verpassen, den T71 2 verpassen. Tja, wieder Luftwirt vorletzter. Klasse. Ja. Tja, das waren jetzt meine 2 Scouting-Versuche. Ja, jetzt werden einige sicher sagen, ach, das war doch kein Scouten. Ja, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Also irgendwie bin ich wirklich zu blöd dafür. Ich lasse das jetzt einfach mal. Beide Gefechte. Normal bringe ich ja nur eins. Ich bringe jetzt beide, weil ich ja wirklich jetzt lange nichts gebracht habe. Weil leider wirklich die Zeit nicht da war. Ich hoffe, dass sich vielleicht ein paar finden werden, die das Ganze analysieren und sagen... Das und das solltest du so machen, mir wirklich da Hilfestellung geben. Ich habe es wirklich versucht mit Videos anschauen und alles. Ich kann nur vermuten, ich bin lernresistent gegenüber sowas. Ich weiß nicht, woran es wirklich liegt, aber... keine Ahnung, das will nicht in meinen Schädel rein. Ja. Ich hoffe dennoch, dass euch die 2 Folgen gefallen werden. Es gab leider nicht wirklich was zu sehen. War eher so ein leichtes Schisshase-Getue. Irgendwo da hinterm Stein verstecken. Aber ja, wie gesagt, was soll ich da ohne? Ich versuche da mein Bestes zu geben. Aber irgendwie... ja, ich habe keine Ahnung. Gehe ich zu aggressiv vor, bin ich immer der Erste, der tot ist. Dann bin ich einer dieser Kamikaze-Scouts. Das will ich auch nicht, dann bin ich zu, weiß ich nicht, defensiv, ja, dann seht ihr es eh. Wird überhaupt nichts von mir gespottet, das ist ehrlich gesagt auch zum Vergessen, diese 46 Schaden durch meine Aufklärung. Ehrlich gesagt, das schafft jeder Heavy oder sonst, oder sogar eine Art, die schafft er mehr. Und, ja, gut, bevor ich jetzt noch mehr rumquatsche und sowas,
Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bitte auch ein bisschen Analyse. Wäre mir echt sehr geholfen. Vielleicht kapiere ich es ja wirklich irgendwann, wie das zu funktionieren hat. Und ja, würde ich mich auch freuen, wenn ihr in den anderen Videos reinschaut. Dann macht's gut. Ciao, euer Graphos.